Hallo meine Anhörer und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Nuzlocke mit dem Alex. Aber immer, ich hab Bock auf den Schokokuchen. Perfekt, Alter. Ja, achso, ich muss dich gleich wieder laut machen im Discord, weil sonst kommt wieder die Ding. Alex ist jetzt leise, da fetzt es mir zwar jetzt wieder die Ohren weg, aber was tut man nicht alles? Ja, gell. Alter, okay, jetzt bist du. Tut man nicht alles für den Views von dem Views. Alles klar. Ich fange da mal an. Kann es sein, dass du jetzt auf einmal übel nah an deinem Mikrofon sitzt, du Arsch? Nein. Ich sitze genauso bei dem Fan wie sonst auch. Ja, das. Naja, okay. Also. Na dann. Rein, das erste Item kriege ich nicht, weil das ein Pokémon ist. Ich glaube, ich habe das erste Item sogar schon gelockt, wenn wir gegrindet haben. Perfekt, Digga, ey! Ja, das war ja, irgendwie so ein, ich glaube, von Sternstaub oder so ein Scheiß. Ja, war ein Mondstein wahrscheinlich, oder? Nee, Mondstein war ja schon mal gewesen. Ja, eben. Irgendwas, was du zum Entwickeln brauchst. Oh! Bitte was Gutes! Ein Gengama! Es ist okay! Was ist es denn? Kangama! Oh. Kangama! Ja, okay. Ja, das geht klar. Ja, ist besser als Palimpalim, darf ich sagen. Safe. Also, vom Ding her. Hey, ich fand's witzig, weil. Pocktip war bei mir ein männliches Kalimani, jetzt ist es aber ein weibliches Kangama. LOL! Ja, don't assume the gender of the Pokémons. Okay. Oh mein Gott, das Kangama ist göttlich. Dann fordern wir mal den Teenager hier raus mit dem Kapalodes, ja? Warum? Was hat's denn? Es hat die Fähigkeit Kraftkoloss. Ach, guck. Was war das gleich wieder? Die physischen Attacken steigern? Physische Attacke verdoppelt. Okay, das ist geil. Für ein Kangama. Bro. Vor allem ist er den relativ unartikastert. Okay. Also physischen. Das hat jetzt einen physischen Angriffswert von 40 und die Berechnungen werden damit 80 gemacht. Hey, das ist vielleicht für 18er Mon. Übel. Hallo, Aerodactyl. Okay. Jetzt muss ich nur wissen, ist Wasser physisch? Werden wir gleich herausfinden. Boah. Na, toll. Das scheiß viel schneller als ich. Boah, ich hab kein Feuer-Pokémon. Was mache ich denn jetzt gegen Eis? Okay, also der macht kein Damage, wird resistet. Ja, obwohl Keck W, glaube ich, ist dumm gegen Finunter. Es ist halt Gesteinflug. Ja, Wasser drauf. Ja, Easy Clap. Ja, PogChamp hat eine Wasserattacke mit Aquaklarre, weil sie davon kein Mani war. Ja. Aber es hat halt einen absolut grauenhaften Special Stat. Ja. Dafür hat es halt aber Kraftkoloss, wa? Ja, genau. Hätte es jetzt die Kampfattacke mit Zertrümmerer niedergemäht. Ja, Zertrümmerer kriegen wir ja bald. Ja. Das werde ich dem auch beibringen. Ampelex, das ist normal. Ja. Ich brauch unbedingt. Aber bist du schon bei Mike oder was? Nee. Das ist der erste Trainer da unten. Achso, weil ich bin jetzt gleich bei Mike. Ich raus bloß eben noch die ganzen Dinger, noch Items ab. Ich weiß bloß nicht mehr, wo die Items hier waren. Ja, ich würde aber bevor ich Mike mache, nochmal heilen gehen. Lol. Also ich wäre jetzt beim Brick. Also ich will auf jeden Fall meine Pokémon heilen. Jetzt hat nicht wenigstens. Du warst beim Heilen! Ja, aber der Typ hat mit Hosen mit Damage gedrückt. Ja, ich dachte, das hat's immer mit unser. Nutze ich halt immer die ganzen Sprudel, die ich habe. Wo sind sie denn? Eigentlich genau, Kumo war's. Boah, geil. Kumo Milch ist geil. Ein Hut. Level 20, ne, okay. Komm her. So, komm her, Mike. Small. Bis ins Gesicht. Ah, Hut schlägt zurück, Aki. Okay. Ja, und nochmal zusammenbissen. Hut und setzt Schnabel ein, ja. Ja, ist auch ein Zug-Pokémon, ne? Kannst schon mal. Reptane! Ja, die hat ein Pokémon, was er eigentlich sonst auch hätte in dem Fight. Oh, Hunduste.
Und das Ding hat Verfolgung. Okay. Kratzer. Batz. Ich mach mehr Schaden. Was mache ich denn jetzt gegen Hunduster da? So, ich will Crash. Ein Kampf auf dem Hunduster. Nee, hä? Das Feuer und Feuer und Hunduster. War das nicht auch ein Starter bei mir? Hunduster? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, Pokémon, ich bin der Pokémon, die Pokémon! Okay, perfekt. Hunduster war auch ein One-Shot. Ja, und jetzt kommt Patasek. Ach, Papunga, nicht Patasek! Ach, Papunga! Ja, da kommt Easy Clap wieder raus, Flügelschlag, ciao! Junge, Brick ist so übel easy bei mir. Was hat er denn bei mir? Ich werd's gleich sehen, was er bei mir hat. Also, es ist übrigens nur 22 und nicht 24, Alex. Echt? Ja. Aber wir haben doch... Papunga ist gerade mal 24. 22. Okay. Das ist ja übel, Pillow. Egelsaum. Easy Clap wurde bepflanzt, ist glaube ich nicht. Und Papunga ist dead. Jo. Easy is part of my life. Wieder schauen, Brix. Ich krieg meinte wieder zur Herausforderung. Ah, Detektor erhalten, genau. Aber warte mal, war nicht unten bei diesem anderen Bubungsel? Ich wollte jetzt das Wort nicht sagen. Pass auf, bis Alex fertig ist, mach jetzt den Detektor auf Select. Hau mir den Schutz rein. Und such hier. Bin los, nach bin los. Ja, perfekt. PogChamp hat geregelt, Alter. Finally ein Pokémon beim Team. Hier. Ich hab den Sonnenstein gefunden, den zweiten schon. Perfekt, ja. Junge, lass mal mich ein paar Evolutionssteine finden, du Wichser. Ich hab schon einen Feuerstein und zwei Sonnensteine jetzt mittlerweile. Oh, Bro, ich muss mal was kurz gucken. Man sieht vielleicht kurz ein bisschen was bei mir in der Aufnahme. Johnny hat Luxusball gefunden. Oh, da wäre wieder ein Duo-Kampf. Ja, den machen wir doch gleich mit Easy Clap und mit Preach. Easy, let's go. Let's do it! Ach, ich hab's Select gar nicht. Okay, machen wir so. Select war auf Löschen, glaube ich, standardmäßig. Ja, aber ich hab's komplett weggemacht. Weil wenn du das machst, Pokémon-Sammler Edwin und Gitarrist Karel. Elektroball und Meditalis. Okay. Ja, Meditalis kriegt wieder Flügelschlag in die Fresse und ist der down. Und Elektroball kriegt eine Antikkraft. Und tschüss. Oh, ich hab keinen. Baldurfisch, Alter! Alex, das ist ein Ding. Kenny. Baldurfisch. Okay. Fuck, wie funktioniert denn der? Wer? Das Itemradar. Das ist kein Itemradar, das ist ein Detektor. Du drückst es. Und wenn der bedüm macht, dann dreht sich der in die Richtung, wo das Item liegt. Ah, dann. Alex. Item-Radar, wir spielen hier kein Blatt grün und feuerrot. Und jetzt mal ein Pokémon heilen. Ich bin hier so gut wie ohne Damage, wenn sie hier durchkommen. Junge! Oh, der Du kommt es auch durch. Weißt du, vor wem ich ein bisschen Schiss hab jetzt dann? Schlokraut, ach fick dich doch, du elendiger Bastard. Ich hab ein bisschen Schiss vor diesen. Walter? Nein, nicht vor Walter, vor diesen Deppen, die wo da oben in dem Haus drin wohnen. Ah, die Sieger. Die Sieger, ja. Die kann man ja, umgehen. Wollen wir das? Aber wir können so ruhig machen. Ich glaube, dass die Oma ziemlich krass ist von denen. Nein, ich glaube, der Ding war's. Nicht die Oma, der wohl zwei hat.
Also sie war auf jeden Fall kacke, das Mädchen. Ja, ja. So, nächster Duo-Kampf. Die Mama war auch nicht gut. Ja, ich weiß nicht, ich glaube der Papa oder die Mama war ziemlich krass. Was ist deine 4? Okay, Psycho, Wendelin und Triathlet Kirsten. Magbi und Slimog. Let's go. Ich bin genau bei den Zirnen gerade. Bei mir haben sie was? Saftkorn und Vulpix. Und ich hab Kappa und Pappchamp. Let's go. Oh, ich will erst das Slimog wegkommen. And let's go. Oh mein Gott, tut Pogchamp weh. Ja, ist halt ein fettes Kangama, ne? Ja, mit Mogelhieb. Ja, Mogelhieb ist eine Attacke, die immer zuerst angreift und das gegnerische Pokémon zu 100% flincht. Kann man aber nur dafür in der allerersten Runde verwenden, wenn das Pokémon eingewechselt wurde. Das ist dumm. Ja, das heißt, es nutzt es immer am Start. So, die zwei sind bisschen. Nee, Herrscher, Bruder, gib mir! Ja, du kannst dir doch irgendwann, wenn wir bei dem Kaufhaus sind, kannst du doch die Steine eh kaufen. Chill doch. Echt? Echt? Ja, natürlich. Aber ich will die Sachen jetzt entwickeln. Vielleicht ist alles von legendär. Ich hab einen Blattstein gefunden, Junge, und ich will keine Steine und find die ganze Zeit. Fick dich, Alter, ich will die scheiß Steine ja gar nicht. Was will ich mit dem? Lol. Scheiß Lackaffe. Digga. Was ich da dafür? Dreckiger Lackaffe, Alter. Nimmt immer die stacked ROMs und hat Glück nochmal was. Ja. Und? Machen wir den Angel gleich noch? Klar. Bin schon dabei. Okay, ja. Ich rasiere den richtig. Gegenstrich. Ja, und das ohne Schaum. Geil. Nicht vergessen, wir müssen irgendwas fangen und dann in die Verrottungsbox legen. Wir fangen keinen Squirtler einfach so. Ja, okay. Grüße gehen raus an Franzi, aber du hast wohl keine Ahnung, wie der Nuzlocke funktioniert. Hat sie auch nicht. Ja, und ich werde jetzt nicht hergehen und einfach ihnen einen Encounter für einen Squirtler wasten. Außer wir machen die Sonderregelung, dass du schaust, wo du einen Squirtler gehabt hast, wir fangen das in Sprint und hauen es auf Box 7 und lassen es da vergammeln für den Rest der Nuzlocke. Ja, das habe ich ja vorgeschlagen. Dann machen wir euch das von mir aus. Aber dann machen wir das Offcam. Weil meins ist ein Graphiport beim Angeln. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt dafür angeln muss. Boah, ich habe keine Ahnung, wo meins war. Ja, eben. Also bei der nächsten Folge vom Alex zeigen wir dir dein Squirtler, das dann irgendwo einsam auf der Box vergammeln muss. Also bei der nächsten Folge von der Session. Ja, in der nächsten Folge halt von dir. Hä? Nehmen wir nur eine Folge heute auf, oder was? Nein, hä, aber warum? Das ist doch trotzdem dann die nächste Folge von dir, du halt. Das ist jetzt meine Folge, wo wir aufnehmen. Ja. Ja, und danach kommt deine Folge, oder? Ja. Ach, dann dazwischen wirst du es machen, okay. Ach so! Ja, ich schon gemacht, oder? Also ich weiß ja, wo meins ist. Na, ich weiß nicht, ob du überhaupt schon eins gehabt hast oder ob ich beide gehabt hab. Ja, komm, gib mir den Trümmer, du Wichser! Okay, pass auf! Franzi, du suchst es raus! Du suchst es raus und schreibst es als Kommentar unter meinem Video hier und dann machen wir das. Okay. Klingt nach einem Plan. Finde ich einen Deal. Jetzt kommt er mit Regi Eis. Boah, Pogchamp ist schon Level 2. Pass auf, macht Boden Eis Damage? Ah ne, halt Stahl macht Eis Damage. Und Feuer. Ich hol Keck weh. Mit einem schönen Stahlflügel. Ich hab nämlich meinem Panzer Aeron wirklich jetzt Stahlflügel bei, durch die Attacke, wo du ja von Schwall bekommst. Attacke geht daneben und er setzt Eissturm ein. Alex, jetzt könnte sein, dass Keck weh stirbt. Nein! Nicht. Ach Junge, okay, wegen Stahl resistet der ja. Das ist halt nur Flug, wäre sehr effektiv, aber Stahl resistet, also easy. So, die Geist down.
PogChamp erreicht Level 21. Ich glaube, ich nehme Kunstrad. PogChamp will Energiefokus lernen. Das kannst du mal vergessen, Digga. Ja, obwohl, steigt Volltrefferhöhe. Ja. Dann mach ich Heuler weg dafür. Warte mal, du bist da schon oben? Ja, ja. Ja. Ich hab den komplett gefickt, Junge. Sonnchen als nächstes. Oh, wir pebeln auf raus. Können wir das einmal wieder trainieren? Ja, ich würde aber sagen, die. Oder machen wir die Radfahrer bei mir noch? Ich glaube, das sind zu viele. Ich glaube, die machen wir bei dir. Du willst die Radfahrer auch alle kaputt hauen? What the fuck? Ja, natürlich. Hä? Ich hätte gleich Watson gemacht. Wen? Wer ist Watson? Na, der Innerleiter. Du willst mit Level 23er Pokémon, willst du weitermachen? Ja, ja. Willst du, dass die Nuzlocke noch weiter aufhört? Ja, wenn Mike plus 10% dazu hat, dann haben wir eigentlich natürlich immer 10%, ich weiß es nicht mehr. Du hast gesagt, irgendwas mit 20 oder 30. Du spielst die 40er rum, nicht in wir. Du spielst die 40er rum für dich selber, die haben nicht wir. Bei uns glaube ich, dass du 20 oder so sein. Wir können es ja ausrechnen. Also eigentlich wäre ihr echt 20 gewesen, hier wäre es 10% mehr gehabt. Ja, also. Müssten weiter sein 26, weil es nochmal 24 ist. So schaffen wir doch. Alles klar, Junge. Außerdem können wir die noch gar nicht machen in der Smaragd. Wir müssen doch erst was anderes machen dafür, oder? Ja, wir müssen Wally kaputt hauen. Der steht ja vor ihm. Wer ist Wally? Na, der Hurensohn, den wo man mal vorher der war Taiko! Sag ich doch Wally. Ich kenn nur den englischen Namen, da ist doch Wally! Hast du dir außerdem die VM schon geholt? Ja, natürlich. Schon lang, Junge. Der Typ, Alter. Halt! Oh mein Gott! Was ist los? Ja, Kangaroo, aber du bist einfach fucking so, was hab ich denn eigentlich für ein Item eingesammelt? Bro, Kangaroo ist fucking Gold, Junge. Junge, ich hab schon wieder einen Kingstein angesammelt, ey, ich werde jetzt dann sauer mit den ganzen Steinen, die ich hier einsammel. Ist Stahl physisch? Ich glaub schon, ne? Ja. Bitte. Ah, fuck. Okay, aber zertrümmern wir, müsste safe gehen. Du holst die ernsthaft das Kunstrad? Ja, dann kannst du richtig viele Items holen. Später. Ja, aber mit dem Einrad, Alter. Du kommst dann mit dem Einrad nur diese Berge hoch. Ja, aber die Berge kommst du auch anders hoch. Nein. Doch, denk schon. Nein, wie denn? Das mit dem, wo du diese Sandrutsche nach unten hast, kommst du nicht anders hoch. Da wo die Sandrutsche ist, kenne ich jetzt bloß eine Stelle, und an der Stelle kommst du auch über eine Treppe hoch daneben. Kannst halt einen Trainer scannen. Ja, aber bis du so weit kommst mit dem Kunstrad zu den Items, das ist ja vierte oder fünfte Arena. Das ist ja irgendwo da bei der Wiebke da hinten. Ja, zu Rayquaza braucht man ein Einrad, das weiß ich. Das ist auch richtig. Ist Unlicht? Nein, ich möchte Unkratzer behalten, gerade. Okay, pass mal. Bist du gerade unten beim Ding, bei dem Attacken verlieren oder was? Nee. Ich hab meine Temps durch. Achso, okay. Also ich bin jetzt mal noch im Fahrradweg. Ja, aber die machen wir in deiner. Ist jo. Machen wir dann jetzt noch. Ja, dann, keine Ahnung, du willst du jetzt Heiko machen, oder was? Ja, das Heiko aus Morgenhauen. Komm her, du Hurensohn! Machen wir jetzt noch Heiko. Hat der den jungen Plepp genannt? Was? Wer hat wen Plepp genannt? Achso, hat der Junge mehr Plepp? Warte mal, der Fuzzi hier bringt einen Walzer bei? What? Wo? Der Fettsack vorm Heiko! Oh, Bro. Komm her. Heiko, nein. Ich möchte jetzt nicht gegen dich kämpfen. Ah! Ich hab ja geritten! Scheiße! Du bist ein Vollidiot. Tobi, nein! Nein, ich kann keine Walzer beibringen! Fuck! Als ob ich Dragosso kein Walzer beibringen kann! Die hatten die doch nie bei mir! Digga! Bro!
Wieso kann Bro! Ich... Wieso kann ich denn Hydra Grosso kein Weizen beibringen? Was soll das denn? Junge! Bro, pass auf, ich fand das so scheiße. Ultra-Dog-Shit gegen mich. Ach, der, okay. Der hat nur ein Pokémon? Ja, natürlich nur seinen Starter. Weißt du eigentlich, dass der bei mir legit einen Kirlia hat? Doll. Normalerweise hätte er noch einen Traster. Ja, aber er hat bei mir einen Kirlia, der sich mit Biss one-shot. Weil Easy Clap mittlerweile der Monster ist mit der 24. Onkel, ich geh zurück nach Wiesenflur! Halt's mal, Heiko. Geh zurück und weine. Echt so. Hallo Scott. Hallo Scott. Tschüss Scott. Tschüss Scott. Ach komm, jetzt der Arno. Natürlich. Na gut, Freunde. Und mit dieser herben Enttäuschung, Warte, es gibt mehr. Auch Walzer. Junge, das ist doch nicht randomized. Und mit dieser herben Enttäuschung beenden wir die Folge für heute. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. As usual. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Mahlzeit.